Name ist Thorsten Hassiepen und ich bin Rechtsanwalt und Inhaber der Wegberger Kanzlei Hassiepen Rechtsanwalt. Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserem heutigen Video auf YouTube. Heute möchte ich Ihnen berichten über eine Entscheidung des Bundessozialgerichts im Bereich des Arbeitslosengeldes II, dem sogenannten Hartz IV. Was war geschehen? Vor ungefähr 3 Jahren hat das Jobcenter Düsseldorf eine Sanktion gegen einen 22-jährigen Hilfebedürftigen ausgesprochen, da dieser seinen Pflichten aus dem Arbeitslosengeld II nicht nachgekommen ist. Die Mutter, die mit diesem Sohn in einer Bedarfsgemeinschaft lebte, hatte noch ein weiteres minderjähriges Kind. Die Sanktion, die das Jobcenter Düsseldorf ausgesprochen hatte, war aber eine hundertprozentige Kürzung des 22-jährigen Sohnes. Davon betroffen sind dann auch die Kosten der Unterkunft, sodass faktisch ein Drittel der Kosten der Unterkunft, also der Miete, wegfielen. Hiergegen klagte dann die Mutter, zunächst vor dem Sozialgericht Düsseldorf, dann vor dem Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen und nunmehr zuletzt vor dem Bundessozialgericht. Das Bundessozialgericht hat mit der Entscheidung B4 AS 67 aus 12 R, also einer Revisionsentscheidung, dann der Mutter zuletzt Recht gegeben, dass diese Kosten der Unterkunft nicht gekürzt werden dürfen, da es ansonsten zu einer sogenannten Sippenhaft käme, weil für die Verfehlungen des 22-jährigen Sohnes praktisch auch die beiden anderen Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft einstehen müssen. Dies, so hat das Bundessozialgericht gesagt, kann nicht sein, weil dann faktisch jemand, der für einen Volljährigen nicht mehr verantwortlich ist, nämlich die Mutter, für diesen aber weiter haftet. Im Ergebnis, finde ich, ist dieses Urteil richtig, wenngleich natürlich zu sehen ist, dass hierdurch, wie auch das Jobcenter sagte, die Sanktionen ein wenig ins Leere laufen. Im Hinblick darauf aber, dass in Deutschland die Wohnung, also das, wo man sich aufhält, wo man seinen Lebensmittelpunkt gründet und auch hält, eins der höchsten Rechtsgüter ist, die wir haben, finde ich es richtig, dass genau dieses Rechtsgut nicht einfach so aufs Spiel gesetzt werden kann, weil eine Person letztlich sich nicht an die Vorschriften hält. Im Ergebnis ist dem also zuzustimmen. Ich hoffe, diese Entscheidung, wenn Sie sie im Internet suchen und finden, kann Ihnen auch in Ihrem Fall ein wenig weiterhelfen. Natürlich stehe ich wie immer Ihnen für Rechtsfragen zur Verfügung. Ich darf mich sehr herzlich fürs Zuschauen bedanken und freue mich, wenn Sie auch demnächst wieder zusehen. Auf Wiedersehen.